Da ist er. Der neue Kameramann. Volki. Aber unbezahlter. Volki, der Kameramann. Er kriegt erstmal eine Einweisung auf die Kamera. Mal gucken, ob er dazu hinkriegt. Ne? Drach hat er eh nicht. Also, wir setzen ihn einfach vor die Tür dann. Boah, nicht so eine ganze Großaufnahme. So. Willkommen zurück zu einem neuen Video heute mit meinem kleinen Moped. Heute geht es darum, dass ich nicht mehr will, dass mir da Arsch weh tut auf diesen schönen Stuhl hier. Der zwar schön ist, aber unwahrscheinlich unbequem ist. 40 Minuten Fahrt und dann tut einem so dermaßen der Arsch weh, als hätte man gefühlt 1000 Kamelflöhe im Hintern. Deshalb ballern wir den runter. Der wird dann zur Seite gepackt. Nutzen wir dann für irgendwelche speziellen Treffen, die dann um die Ecke sind, wie Harley Days und Co. Man sagt zwar immer, wer schön sein will, muss leiden, aber mein Arsch, der muss nicht immer leiden. Auswahl heute, beziehungsweise zur Auswahl. Wir haben ja schon ausgewählt aus verschiedenen Modellen. Nehmen wir uns, guck hier, geht gleich nach hinten los. Haben uns eine schöne Sitzbank gekauft von Harley Roadster. Schön mit Gel-Kissen drin. Dann mal hier unser Kameramann, heute mal mit Kameramann Volki. Sag mal hallo Volki. Moin Volki. Du bist Volki. Wir haben uns zusammen diese schöne Sitzbank aufbauen. Ja, das Ganze sieht ja nachher irgendwann irgendwie mal so aus, so ungefähr so, ja. Also vielleicht ein bisschen tiefer gelegt. Das Einzige, was mich da natürlich jetzt mal wieder stört an meiner Sitzbank, ist natürlich der Angstgriff. Ne? Den machen wir ab. Den werden wir in unsere Seitentasche packen für unsere lieben Freunde der Rennleitung. Ja, würde ich sagen, geht's los, reißen wir den Sitz runter. Sowas brauchen wir als erstes dafür. Werkzeug! Ich habe da schon mal was vorbereitet. Also wir haben hier eine Ratsche. Was ist denn das überhaupt für einer? Ein 6er. Ein 13er Maulringenschlüssel mit Ratschenfunktion und ein 12er Maulringenschlüssel mit Ratschenfunktion. Klingt komisch, ist aber so. Guck dir das mal an. Das war unser Kameramann Volki gestern Abend hier. Der hat noch seine ganzen Pilsetten hier stehen lassen. Aber ich würde sagen, lass mal auf den Merkner so. Einmal für Volki. Volki! Danke! Ja, den nehme ich auch, hau weg. Los, Volki! Na klar, sauf doch! Scheiße. Ja. Scheiße, ist ja kalt. Guck mal, was er hier gemacht hat. Guck mal hier. Das ist der Kameramann. Und das ist der, der vor der Kamera steht. Der Kameramann ist nicht so durchsichtig wie ich. Ne? Wir machen ja hier kein Comedy-Video. So, wollen wir ein bisschen anlösen. Oh Gott. Da war wohl die Pilsette schlecht. Da kann man aber mit Volki auch mal reinlöten. So. Soweit haben wir das schon mal. Die Schrauben packen wir uns noch ein bisschen beiseite. Dann holen wir uns mal. Ja, ich brauche mal einen Gummihammer. Volki, ich stehe doch nicht mehr im Weg. Mensch. Das ist doch kein Gummihammer. Mann. Das ist ein Gummihammer. So, den legen wir, tun wir vorsichtig dahinlegen. Ist darum, dass mein Tank nicht ganz so weit abschmiert. So. Ja, so weit, so gut. Jetzt haben wir schon fast die Hälfte des Sitzes runter. Eine Schraube haben wir im Endeffekt bloß noch. Schulz! So, eine Schraube haben wir noch. Die holen wir jetzt von unten runter. Die bleibt jetzt da stehen. Alter. Hier steht mir dauernd im Weg hier. Also, ich suche noch Kameramann. Wer Lust und Bock hat, kann sich denn bei mir melden. Vertrag gibt's nicht und dann ist gut. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Von der anderen Seite würden wir besser rankommen, um die Sitzpfanne da runter zu bauen. Das Problem ist nur, wir kommen nicht ran, weil da die dämliche Tasche hängt. Gut, so dämlich ist sie jetzt auch nicht, ne? Aber die will ich nicht extra abbauen dafür. Da brauchst du echt Chirurgen fair. Alter Schatte. Oh, was schreibt denn da schon wieder? Kann man klingeln hier dein Handy? Das ist von unserem Kameramann Volki, der kann nämlich seine Tonnummer nicht ausmachen. Kriegt er nämlich nicht auf die Reihe. Alter, der schenkt mir mit der Kamera auf fast eine Fresse hier. Alter, hättest du mal eine Schule besser aufgepasst, ne? Dann müsstest du jetzt die Scheiße nicht machen. Ja, siehst du. Geld kriegst du trotzdem mit. So, und dem Moment kommt's. Da könnt ihr ihn nochmal sehen. Sagt Tschüss jetzt.
Ja, ansonsten haben wir ein paar Kabelchen und Batteriechen da drunter. Die schmeißen wir auch noch mal raus. Da kommt eine andere rein, weil die ist mir einfach zu groß, zu schwer und zu doof, die da jetzt drin ist. Ich hab gesagt, Vorsicht, ich auch. Der mal folgen. Ey, du sollst mich filmen, oder hier scheiß Moped. Okay. Leute, checkt das Arbeitsamt hier. So, bin gespannt. eBay Kleinanzeigen, echt ein Schnapper, Junge. Weißt du, was ich dafür bezahlt habe? Nur ein Piep. Okay, hol mal eine 10er Nuss. Du sollst eine 10er Nuss holen. Es ist mir doch egal. Au! Alles musst du selber machen hier doch. Echt, ey. Also wie gesagt, Volki, der steht doch zur freien Verfügung. Wenn ihn einer haben will, dann kurz Bescheid sagen. Ich kann den vermieten. Was machst du da? Film. Wenn der Volki, der will filmen, der macht das alles in der Aufnahme. Guck mal, Volki, hier sind zwei Schrauben. Weil der die mit bloßen Teufel kann, so gut. Wie Sie sehen, müssen Sie eine ganze Menge ändern wieder? Nee, müssen wir nicht. Ja, aber ich denke mal, das kommt ganz geil. Das kommt ganz geil, ja. Das ist halt eine Sitzbank. Alter, lauf mir nicht dauernd mit dir. Alter, ich hab das Gefühl, ich hab das Stalker. Alter, was ist denn da ran so los hier? Ey, Mann, ey. Ich habe so langsam das Gefühl, du filmst. Warte mal, meine Mütze. Du filmst alles, was ich mache. Ist das nicht Sinn der Sache? Hat das bei dir schon mal irgendwie einen Sinn ergeben mit irgendwas? Ich glaube nicht. Okay. Alter. Hast du das gesehen, Volki? Ja. Was machst du da? Oh Mann, ey. So, mal gucken, ob wir den da reingesteckt kriegen. Feine Sitzbank, Alter. Gillkissen. Super für die Nüsse. Linke Nuss, rechte Nuss. Scheiß die Wandern. Gut den Nuss. So. Und was sagst du, Volki? Wie sieht das aus? Ich sag, das sieht geil aus. Sieht gut aus. Also, ich finde, das sieht geil aus. Ja. Na logisch, das ist geil aus. War ja auch meine Idee. Vorhin hast du den Abschluss zum Tank hin. Ich habe einen größeren Tank drauf. Von Doc 66 den Tank. Mit meiner Edellackierung. Das sind übrigens Volki seine Schrauben wieder. Hier, Volki deine Schrauben. Ich hätte schon stutzig werden müssen, als es hieß, der Kameramann, der sich beworben hat, heißt Volki. Normalerweise schon darauf reagieren müssen und sagen müssen, komm, lass mal wieder. Weißt du, wie wir das machen? Pass mal auf, wir machen das wie folgt. Unser neuer Kameramann Volki, der wahrscheinlich beim nächsten Mal nicht mehr dabei ist, weil ich ihn gefeuert habe, aber Andi, du entscheidest, soll Volki bleiben oder soll ich den mit den Mülltonnen entsorgen nach draußen? Ach Gott, das ist eine richtige Kante hin. Alter, ist aber geil hier. Also sitzen tut er sich erstmal ganz gut. Was sagst du? Ich tue es, als ob ich fahre, stört mich nicht. Jetzt haben wir uns für die Sitzbank hier schon mal so ein kleines Schräubchen noch rangeballert. Das ist eine Originalbefestigungsschraube für den Sitz von dem Originalsitz von Harley. Der hat Aua gemacht. Jo, dann setzen wir jetzt mal vielleicht mal die Sitzbank da drauf. So, gut spannend. Obwohl, vollkommen richtig, Volki. Gut, dass du mich daran erinnert hast. Mal. Wir müssen doch noch hinten den Halter festschrauben. Und jetzt musst du selber daran denken. Das zeige ich dir nicht, wie das geht. Nein! Das ist ein Betriebsgeheimnis. Scheiße, das hängt der Piss auch noch. Ja, ja. Das zeige ich dir nicht. Oh, wir haben hier einen Halter dran. Von ganz alleine.
gespannt. Viele fragen sich jetzt, warum ich da so eine Schraube angebaut habe, wie hier. Das kann ich euch sagen, die habe ich angebaut dafür. Dafür, da will ich hier einrasten lassen. Das Rundnehmen muss in das Eckige. So, Volki, du gehst mal vorne an den Lenker und pack mal deine Kissen weg. Das ist übrigens Volki hier. Habt ihr gesehen? Maurer-Dekolleté eben. Ja, ist doch klack gemacht. Hat ihr gesehen, Junge? Fertig! Von wegen Schraube geht nicht rein. Jetzt ist es drin. Ja, hier. Ja. Ich brauchte nicht mal Hilfe dafür. Kurz. Volki, sag mal hallo zu den Zuschauern. Hallo Zuschauer, ich bin Volki. Hinten noch eine Befestigung drauf. Ups, Entschuldigung. Ach Mann. Ja, was machen wir jetzt? Nehmen wir uns mal einen Akkuschrauber. Wir schrauben einfach ein Loch in den Fender. Wir bohren einfach ein Loch in den Fender rein. Ne? Mal hier. Oh, so sieht gut aus, das könnte passen hier. Oder? Oh, oh, guck mal. Ich habe den schnellsten Bohrer der Welt. Hast du das hier gesehen? Na, dann muss man erst mal danach machen und ich hole dafür extra einen Bohrer raus. Da ist ein Loch drin. Ne? Und die Moral von der Geschichte, das merkt ihr gut, nicht alles, was ein Loch hat, ist kaputt. Welche Idee hat euch eine Idee? Guck mal. Alter, ist das eine geile Idee? Das ist doch geil, oder? Das sieht geil aus, als ob das so muss. Falls du denn doch mal ein Girlie hinten auf dem Mobile hast, damit er nicht runterfällt. Machen wir Folgendes. Mein Lieblingsthema, wieder ein bisschen Wirt-Werbung. Wird schon gehen, ja? So unsere Schraubensicherung in Blau. Wer aufgepasst hat in die alten, in die anderen Videos, bedeutet Blau was? Mittelfest. Ein bisschen anknacken. Das Gute ist jetzt bei dem Teil, was wir da eingesetzt haben, das ist so eine schöne Leerhülse, sag ich mal, mit Sprengring oben, die kann also nicht rausrutschen. Die braucht man von unten nicht kontern. Ah, weil die sich festzieht. So. Tada! So, dann müssen wir den ganzen Krempel hier wieder aufräumen, dass wir noch alles wieder dreckig gemacht haben. Da kann der Volki nachher merken. Der Volki ist ja nicht nur Kameramann, der ist auch Praktikant. Okay, das war's für heute. Ne, ich würde sagen, dann verabscheue ich mich mal für heute. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ringeballert und tschüss. Und beim nächsten Mal ist wahrscheinlich auch der Volki wieder dabei, aber das entscheidet ihr. Ja? Hauptsächlich war das Andi. Andi, du sag mal Bescheid. Soll Volki bleiben oder soll Volki raus? So, bis dann. Ringgehauen. Tschö.